Hi, Veronika ist hier. Ich habe in diesem Video einen sensationellen Motivationstipp, gerade für Fitnessanfänger. Und ja, bevor wir loslegen, möchte ich dir meinen magischen Bauchweg-Turbo ans Herz legen. Wenn du schnell Fett abbauen möchtest und dich wohler in deinem Körper fühlen möchtest, bekommst du dort Schritt für Schritt Anleitungen, wie du das erreichst. Und hier unten in der Videobeschreibung ist der Link dazu. Klick da drauf, trag dich dafür ein und komm dann wieder zurück zum Video und schaust dir zu Ende an. Der Motivationstipp, den ich dir jetzt gebe, ist gerade am Anfang essentiell, um wirklich dabei zu bleiben. Und ich habe ihn auch anfangs gemacht und kann wirklich nur davon schwärmen, weil ich damit sehr große Erfolge gesehen habe und das wirklich auch vor Augen hatte, das alles, was ich geschafft habe. Und deswegen rate ich dir oder empfehle ich dir, diesen Tipp auch wirklich umzusetzen. Also, der folgende Tipp ist nämlich, dass du alles aufschreibst, was du isst, auch alle Snacks, jede Kleinigkeit und auch die Bewegung und die Fitness und den Sport, den du machst, dass du das alles aufschreibst. Das bedeutet auch, wenn du verschiedene Übungen machst, dass du die Wiederholungen aufschreibst und ja, wenn du Gewichte nimmst, auch wie viel Gewicht du genommen hast. Damit ist es sehr leicht, wirklich die Erfolge vor Augen zu führen, dass du dich am Abend und am Ende der Woche auch irgendwie nochmal motivieren kannst und diese Veränderungen alle siehst. Denn das gibt dir den nächsten Kick und Power für den nächsten Tag, um weiterzumachen, dran zu bleiben. Und ja, du hast auch, wenn du alles aufschreibst, gerade beim Essen, einen sehr guten Überblick, ob du dich wirklich gesund ernährst und auch bei den Snacks nicht schummelst. Mir hat das am Anfang wirklich enorm geholfen und natürlich musst du das nicht bis an dein Lebensende machen. Du kannst es am Anfang machen, die ersten Wochen und solange du dich damit wohlfühlst und dann irgendwann, wenn du es dann, wenn es dir in Fleisch und Blut übergeht, brauchst du es dann nicht mehr zu machen. Aber gerade für den Anfang rate ich dir, es wirklich zu befolgen. Ja, und der weitere Tipp, den ich noch für dich habe, ist, dass du wirklich Schritt für Schritt die Dinge umsetzt und änderst und nicht auf einmal alles irgendwie umsetzen möchtest, denn das ist meistens sehr schwierig. Und wenn du wirklich einen Fuß vor den anderen setzt und kleine Schritte und kleine Veränderungen machst, dann siehst du wirklich am Ende die große Veränderung und kannst dann wirklich stolz auf dich sein. Ja, also schnapp dir jetzt das Tagebuch, wo du alles aufschreibst und einen Stift und leg jetzt direkt los, damit du deine Erfolge heute Abend direkt siehst. Ja, viel Spaß und viel Erfolg weiterhin.